Bei den Schulen beginnen in diesen Tagen die Einschreibungen für das kommende Schuljahr. Da das über 40 Jahre alte Schulzentrum rund um das Robert-Koch-Gymnasium in Deggendorf ja neu gebaut werden soll, will der Landkreis potenziellen neuen Schülern die Angst nehmen. Die Botschaft ist: Es wird keine Beeinträchtigungen geben. Von den Neubauarbeiten werden Sie nahezu nichts mitbekommen. Es braucht niemand das Schulzentrum hier als Schulstandort meiden. Im Gegenteil, wer sich jetzt für das kommende Schuljahr im Gymnasium einschreibt, der weiß, dass er spätestens in 3 Jahren in einem neuen Schulgebäude sitzt. 4 Modelle aus dem Architektenwettbewerb stellte Landrat Christian Bernreiter am Dienstag der Öffentlichkeit vor. 4 Neubaupläne, die alle eines gemeinsam haben: den Standort des neuen Gymnasiums. Es wird so sein, dass das Gymnasium auf dem jetzigen Hartplatz errichtet wird, direkt neben der Dreifachturnhalle. Dann kann, wenn das fertiggestellt ist, ist der erste Bauabschnitt, das Gymnasium komplett vom jetzigen Standort in den Neubau umziehen. Und dann wird das alte Gymnasium in Anführungsstrichen abgerissen. Und an der Stelle wird dann die Berufsschule 1 errichtet. Und so wird Zug um Zug das ganze Schulzentrum umgebaut. Eine ideale Lösung, an deren Ende dann in 6 bis 8 Jahren ein komplett neues Schulzentrum stehen soll. Mit einer dann auch neuen Verkehrsführung. Also ich bin nicht nur froh, ich bin wirklich glücklich darüber, dass jetzt eine Lösung kommt, wo ich sagen würde, das kommt einer Ideallösung sehr nahe. Das heißt also keinerlei Beeinträchtigung im laufenden Schulbetrieb, ein Komplettumzug, keine Container. Erster Bauabschnitt Gymnasium, besser hätte es nicht laufen können. Am 10. April muss sich jetzt nur noch der Deggendorfer Bauausschuss für ein Modell entscheiden. Wenn alles glatt läuft, können dann im kommenden Jahr, voraussichtlich im Frühjahr oder Sommer, die Bauarbeiten beginnen. Für den ersten Bauabschnitt sind etwa 18 bis 21 Millionen Euro veranschlagt. Spätestens 2017 soll das neue Gymnasium dann bezugsfertig sein.